Servus Leute, was geht ab und willkommen beim neuen Video. Ja Freunde, ich habe ein mega freshes Paket von Junkyard bekommen. Ich durfte mir da ein paar Sachen aussuchen und die werde ich euch gleich mal alle zeigen. Ich kriege kein Geld für dieses Video, dafür habe ich halt die Klamotten bekommen und schreibe deshalb trotzdem sicherheitshalber jetzt hier oben rechts oder links irgendwo in der Ecke Werbevideo, Leute, damit ich safety bin. Gerade habe ich Besuch bekommen und die haben mir einfach Red Bull mitgebracht. Na, Kokos. Auf jeden Fall, Freunde, werde ich euch alle Produkte, die ich euch jetzt zeigen werde, unten in der Videobeschreibung markieren, Leute, falls ihr Interesse habt, etwas nachzukaufen. Link ist unten in der Videobeschreibung und ich habe für euch einen 15% Rabattcode geklärt. Ihr müsst einfach nur bei der Bestellung später beim Rabattcode eingeben, Herratsch 15. Genau so, Leute. Gebt das da ein, dann kriegt ihr 15% Rabatt auf euren ganzen Einkauf. Bei einem Bestellwert von 50 Euro, glaube ich. Ich bin mir da gerade nicht ganz sicher, aber ihr könnt es ja mal austesten. Für das Video, wie gesagt, Freunde, bekomme ich kein Geld, aber ich kriege eine kleine Provision von den Sachen, die ihr kauft. Ich bin ganz offen und ehrlich mit euch, Leute. Und ja, ich werde euch jetzt mal die ganzen Sachen zeigen. Ja, Leute, ich habe mich hier für einen Adidas-Pulli entschieden, in Bordeaux-Rot. Ich finde den mega, mega nice und zeige euch das einmal, wie es aussieht, wenn ich den anhabe. So, Leute, oh mein Gott, ich habe mich verliebt in diesen Pulli, Freunde. Sieht der nicht sick aus? Dann habe ich mir auch noch Caps geholt, Leute, die zeige ich euch gleich alle. Die Caps sind natürlich auch unten in der Videobeschreibung markiert, Freunde. Und die Caps sind alle so Snapbacks, die könnt ihr immer verstellen. Einmal hier diese Bordeaux-Rote Calvin Klein Cap, Freunde. Ja, sieht echt mega geil aus. So sieht jetzt dieses Snapback aus, Freunde. Ich feiere diese Farbe extrem, Freunde, und ist vor allem für diese Jahreszeit mega fresh. Ja, Freunde, wie findet ihr diesen Adidas Pullover? Schreibt mal unten in den Kommentar rein, wie ihr ihn findet. Und kommen wir zum nächsten Oberteil. Wie gesagt, Freunde, ich habe ja gesagt, dass ich diese Farbe mega feiere und deswegen habe ich mir genau passend dazu dieses T-Shirt hier geholt, Freunde. Immer das Schwierige. So sieht dieses T-Shirt aus, wenn man es angezogen hat. Alter Schwede, ey. Ich weiß nicht, Freunde, was soll ich dazu sagen? Ich finde es mega, mega geil. Ich finde die Farbe übertrieben schön und auch hier diese ganze Muster, dass hier überall Adidas draufsteht. Ich feiere es extrem. Ich glaube, Tanzverbot hat denselben in Blau. Grüße gehen raus. Auf jeden Fall, Freunde, wenn ihr Bilder zu den ganzen Outfits sehen wollt, dann folgt mir einmal alle auf Instagram. Würde mich freuen, Leute. So heiße ich hier auf Instagram. Folgt mir dort und ich würde sagen, kommen wir direkt zum nächsten Oberteil. So, Freunde, jetzt kommen wir zum nächsten Oberteil und ich glaube, ich muss euch gar nichts mehr sagen, dass ich diese Farbe mag, Leute. Ihr seht es jetzt gerade selber. Ich liebe diese Farbe und, alte Schwede, sieht mega geil aus. Probieren wir es mal an. Ja, Freunde, so sieht jetzt das nächste Oberteil aus. Fällt etwas größer, sehe ich gerade, Freunde. Ich habe es mir in L geholt. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr dieses Oberteil holen solltet, euch eine Nummer kleiner zu holen, Freunde. In diesem Fall wäre, glaube ich, M besser gewesen, wenn ich M geholt hätte. Kommen wir zum nächsten Outfit. So, Freunde, dann habe ich mir dieses T-Shirt hier zugelegt. Freunde, ehrlich, ich brauche dazu eigentlich nichts zu sagen. Probieren wir es mal an. Warte, ich glaube, ich habe es falsch rum an. Ja, Freunde, ich habe es jetzt gerade falsch rum. Aber sieht voll geil aus. Egal, Freunde, lassen wir es jetzt mal einfach falsch rum an. Ihr wisst ja jetzt, wie es aussieht. Ich meine, echt gut. Aber das hat was, ey. Falsch rum. Es war falsch rum, Freunde, aber ihr könnt es ja sehen. Es sieht mega fresh aus. Dazu ein passenden. Boah. Freunde, auf jeden Fall wollte ich gerade sagen, passend zum T-Shirt habe ich mir noch diesen Pullover hier geholt. Ich muss ehrlich sagen, Orange habe ich früher nie getragen. Ich habe diese Farbe irgendwie gehasst. Aber ich muss sagen, das sieht echt mega, mega schön aus, Freunde. Ihr könnt jetzt mal kurz unten in den Kommentaren schreiben, welches Oberteil euch bis jetzt gefallen hat. Als nächstes, Freunde, habe ich hier diesen Hoodie von Fila und... Boah, Freunde, der sieht echt mega, mega, mega nice aus. Ich weiß, ich sage sehr oft mega, mega nice, aber die Sachen sind halt mega, mega nice, Freunde. So sieht der Pulli aus. Was soll man dazu noch sagen, Freunde? Folgt mir alle auf Instagram, dort werdet ihr die Tage halt Bilder mit den ganzen Outfits sehen, wie ich die Sachen kombiniere. Und ja, Freunde, folgt mir alle einmal hier auf Instagram. Ich warte.
Ey, das ist ein paar Sekunden. Geh drauf, gib dem Handy ein, Instagram, HERACAY, folgen. Jo, geht doch rüber jetzt, Mann. Ach ja, Freunde, ganz kurz an alle, die mich abonniert haben hier auf YouTube. Drückt mal alle auf die Glocke, Freunde, damit ihr auch eine Benachrichtigung bekommt, dass wenn ich ein neues Video hochlade, dass ihr das Ganze dann auch seht, Leute. Und so sieht das nächste Oberteil aus, Freunde. Leute, ich glaube, ihr merkt gerade selber, es sind fast nur Adidas-Sachen dabei, da ich die Marke mega, mega feier. Also Adidas, wenn ihr Bock... Nicht zu vergessen, die ganzen Sachen, die ich gerade anhabe, sind unten in der Videobeschreibung markiert. Es gibt einen Rabattcode mit Herac15. Dann habe ich nochmal den hier, Freunde, den ich eben im Bordeaux-Rot anhatte, nochmal in Schwarz. Sieht auch mega sick aus. Aber Freunde, wie gesagt, bei diesem Oberteil hier mit diesen drei Strichen hinten auf dem Rücken müsst ihr aufpassen. Ich habe L geholt, L fällt bei diesem Oberteil hier etwas groß aus. Hätte da lieber M nehmen sollen. Dann habe ich hier noch einen Adidas Pulli. Ich glaube, die Hälfte der Sachen, Freunde, ist von Adidas. Diesen Pullover hatte ich auch eben schon angehabt im Bordeaux Rot, Leute. Hab jetzt denselben noch einmal in Schwarz. Sieht auch richtig fresh aus. Soll ich den in Schwarz vielleicht auch einmal anziehen? Ja? Nein? Okay, dann nicht. So, Leute, das hier ist das nächste T-Shirt. Ich finde, irgendwie hat das was. Es sieht aus, als ob ich ein Footlocker-Mitarbeiter wäre, Freunde. Mitarbeiter des Monats. Freunde, jetzt kommt ein Oberteil. Holy shit, das war lieber auf den ersten Blick, ey. Yes, Leute, ich habe mir den Pulli dreimal geholt. Einmal in Schwarz, einmal in Bordeaux. Und der hier in Türkis, Freunde. Oh mein Gott, ich finde, das hier ist mit Abstand der geilste Pulli. Ich ziehe den jetzt mal an, Freunde. So schaut das Ganze aus. Wie gesagt, ich habe mich in diesem Pulli hier verliebt, Leute. Auch der Schnitt, Freunde, gefällt mir wirklich mega gut. Das ist mit Abstand mein Favorite-Pulli. Schreibt mal in den Kommentaren rein, wie ihr diesen Pulli hier findet, Freunde. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Oder besser gesagt, Freunde, wir machen eine Abstimmung hier oben. Boah, shit. Ja, Leute, das hier ist das nächste Oberteil. Man kann durchsehen, wenn ihr ein vernünftiges Bild damit hier sehen wollt, Freunde. Fuck. Freunde, das hier ist ein etwas ausgefalleneres T-Shirt. Das ist von Nike und man kann ja diese ganzen Nike-Zeichen sehen. Das ist so ein Smiley. Seht ihr es? Ich finde, das hat was. Ich bin kurz hängen geblieben, Leute, warte. Diese T-Shirt, Freunde, werde ich jetzt nicht anziehen. Wenn ihr sehen wollt, wie das Ganze aussieht, dann Eigenwerbung. Ihr wisst schon, wo ihr das Ganze sehen werdet. Das ist auch einer meiner Favoriten, Freunde. Ich finde das wirklich mega nice. Das ist auch von vielen Leuten mal etwas schicker mit dem Kragen hier. Ich finde es etwas ausgefallener, deswegen habe ich mir das hier geholt. Ziehen wir das Ganze einmal an. Wenn ich den Knopf zumache, sieht man das sowieso nicht. Nein. Boah, Leute, das ist echt schwer, diesen Knopf hier zuzumachen. So sieht das Ganze aus. Ich glaube, das hier werde ich gleich auch direkt anlassen, Leute. Was sagt ihr dazu? Ja? Schaut echt cool aus, Leute. Und ich würde sagen, kommen wir jetzt zum allerletzten Oberteil. Das ist ein blutroter. Ja. Mein letztes Oberteil, Leute, so ein ganz, ganz roter Nike-Pullover. Ziehen wir den mal an. Ja, Freunde, das ist der letzte Pullover und ich bin gerade irgendwie übelst geflecht von dem. Der ist einfach so mega schlicht, einfach rot und hier ist Nike, aber der sieht übelst fresh aus. Der Schnitt ist wirklich, passt wie die Faust aufs Auge, Freunde. Und jetzt habe ich noch ein paar Caps. Gib her. Einmal so eine rosane Cap von Champion, Leute. Ob ich den jemals anziehe, sei dahingestellt, Freunde. Aber ich wollte den unbedingt in meiner Sammlung haben, denn ich mache gerade so eine kleine Cappy-Sammlung. Ich finde, der ist echt süß. Dann habe ich nochmal so eine Calvin Klein Cap in Schwarz anstatt in Bordeaux Rot, Leute. Sieht auch mega cool aus. Dann habe ich einmal diese Nike Cappy hier. Ich fand das Muster mega geil mit diesen ganzen Blumen hier drauf. Ist einfach ein bisschen einzigartig. Und kommen wir zu der letzten Cap. Die feiere ich mit am meisten von den Caps. Das ist hier diese Diesel Cappy. Schaut wirklich cool aus. Das lassen wir natürlich auch genau so, Freunde.
Und ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Habt ihr Bock auf einen zweiten Teil, dann lasst es mich wissen, Freunde. Und wie gesagt, alle Sachen, die ich gerade anhatte, sind unten in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Und vergiss nicht, wenn ihr Herratsch 15 dort eingibt, habt ihr 15% Rabatt. Und würde sagen, Leute, wir sehen uns die Tage bei einem neuen Video wieder. An dieser Stelle danke an Junkchart und Peace. Back, I'm trying to put you to bed.